Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel. Ja, mal kurz gucken. Ivarias ist immer noch unterwegs. Wie mache ich das jetzt am besten? Wenn ich ihn zurückrufe, nein, ist das Ding weg. Okay. Das heißt, wo ist unser Safe hier? Laden wir noch mal. Können wir hier Varias erstmal nicht mitnehmen? Wir müssen, glaube ich, erst eine Quest beenden. Ja, Dogans Batterie. Belagerung von Greghold, der letzte Akt. Ja, welche Quest könnten wir schnell mal abschließen? Ah ja, wir könnten die Parabel vom Vale abschließen. Oder vorantreiben. Certainly. Few repairs and this keep will be a sight to see. Ein paar Reparaturen. Und diese Burg will wieder ein Schmuckstück sein. Ja, da sind wir ja dran. Wir tun ja jetzt gerade die Leuchthöhle komplett restaurieren. Und da wäre, glaube ich, mal erstmal der westliche Wachturm und dann der Burghof dran. Weil die ganzen anderen Sachen hier. Okay, die Bibliothek nicht. Die Händlerstände auch nicht. Aber das hier erfordert alles Wachturm und Burghof. Försterhütte und Weitlandpfade sind draußen. Mit denen kann ich noch ein bisschen warten. Ah ja, die Mauer müssten repariert werden. Ist das ein Theater oder ein Forum? Forum. So, Hofbecken in der Leuchthöhle ist abgeschlossen. Dann nehme ich gerade mal das Labor als nächstes. So, und hier auf dem Bauernhof.
Sollten wir die Diebe finden? I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Ja. Ibn. So, okay. Die sind Raserei, also machen wir mal den Bärengefährten. Wenn so sieht, dass eine Diebin ist und die anderen Namen haben. Okay, das heißt, Skelett weiß nicht, wo es angreifen soll. Gut. Yes. Gut, wir haben hier. Oh. Sonnenberührte Rüstung von Hiran Ra. Hm. Ist gar nicht mal so schlecht. Gewährt dreimal pro Tag Sonnenstrahl. Jede Menge Geld und anderes Zeugs. So, da ist die Schriftrolle. Ein Zauberbuch. Als du die Schriftrolle an dich nimmst, hörst du eine Stimme. Du hast sie gefunden, nun verliere sie wieder. Was? Obachim Waringrimda hat mich gebeten, ihr dies zu bringen. Das führt es ad absurdum, sie überhaupt gefunden zu haben. Ja, sie hat mich gebeten. Möchtest du einen Zwerg oder einen Gott versöhnen? Glaubst du, dieser Diebstahl war ein Versehen? Die Stimme scheint sich zu wandeln, als würde ihr Besitzer laufend das Alter, die Herkunft und das Geschlecht wechseln. Meine Rechte waren nie dazu bestimmt, lange an einem Ort zu bleiben. Sie sollen verloren und gefunden werden. Die Suche ist es, die den Dingen ihren Wert verleiht. Bringe sie in die Schwarzaue, finde den Jungdrachen, der nach Osten blickt, und vergrabe sie unter seinem Schädel. Mhm. Ja, ich habe die gestohlene Schriftrolle wiederbracht. Nun muss ich sie nur noch zu Grimda in die Halle der aufgedeckten Geheimnisse in Kupferweg bringen. Ich hatte gerade ein äußerst seltsames Erlebnis. Ich habe eine Stimme in meinem Kopf gehört, die mir sagte, ich soll die Schriftrolle wieder verstecken. Sie hat mich angewiesen, sie in den Schwarzsaun unter dem Kopf des Jungdrachen zu vergraben, der nach Osten blickt. Es klang wie eine Botschaft vom Vale selbst. Ja, und Götter sollten wir nicht verzürnen. Also, ab in die Schwarzsaun. Auch wenn das einen Tag und 10 Stunden dauert. Ladidado. So. Labor in der Leuchthöhle ist jetzt auch fertig. Dann würde ich sagen, als nächstes ist der westliche Wachturm dran. Hier soll die. Dieser jungdrachen Schädel zeigt nach Osten. Die Erde darunter ist weicht und feucht. Die Vale-Schriftrolle vergraben.
Als du die uralte Schriftrolle mit der letzten Handvoll Erde bedeckst, spricht die Stimme wieder in deinem Kopf. Gut gemacht, Wächterin. So, das heißt, es geht nach Kupferweg. Ich hoffe, meine Aufgabe zu beenden reicht. I want Valor. Don't you ever feel curious about Isselmir's history? Not even a little. But think of the opportunities. You could learn so much about the past. There are some things I'm happy not knowing. Okay, da hat's gerade die Stimme verzerrt. Auch gut. Sag mal, Alof, wunderst du dich eigentlich kein bisschen über Isselmirs Geschichte? Fragt Kanna. Nicht im geringsten, sagt Alof. Aber denk doch an all die Möglichkeiten. Du könntest viel über diese Vergangenheit lernen. Es gibt da Dinge, über die ich glücklich bin, nichts zu wissen. Nichts zu wissen. Gut. Ach, die schon wieder Attentäter. I'm here. Und einer will wieder Durins hauen. Na mal her mit der... Der ist ziemlich hartnäckig. Lavana. Bian. There's a lesson to be taught. So. Oh, mit Feuerbällen bombardieren. That's it. So. Anfängerzauberbuch. Ich glaube, das hatten wir bereits alles durch. Da ist wieder die gekritzelte Notiz. Und noch eine von der Sorte. Ach stimmt, wir tragen ja schon eine ziemlich gute Rüstung. Aber Kanna könnten wir die geben, auch wenn sie etwas schlechter ist. Also von der Schadensreduktion. Okay, das Buch ist leer. Also, was heißt leer? Da haben wir schon alles. Gods keep you. Oh, ich untersuche einige vermissten Fälle. Ich habe gehört, dass eine Fälschung verschwunden ist. Ich, Loras Stimme senkt zu einem Flüstern. Ich dachte nicht, dass mir jemand helfen würde. Als Cora verschwand, habe ich es in der Dünnrotstraße versucht, bei den Schmelztiegelrittern, selbst bei den Dutzenden hier. Sie zeigt mir den Daumen auf das große Gebäude hinter ihr. Niemand hat die Zeit noch nach einem verschwundenen Mädchen zu suchen. Sie beißt auf die Lippen. Das war vor 3 Wochen. Wenn ich dir irgendwas sagen kann, was helfen könnte, frag einfach. Erzähl mir von Cora. Sie ist meine kleine Schwester. Sie war schon immer eine Träumerin. Sie war überzeugt, dass etwas Besonderes auf sie warten würde, dass man sich an sie erinnern würde und sie glücklich und wichtig werden würde. Nora schüttelt den Kopf. Sie hat jede Menge Herz, aber nicht annähernd für so viel Engagement. Aber als sie diese Stelle beim Theater bekam, da dachte ich, sie würde sich ändern. Was hat Cora zu der Zeit ihres Verschwindens gemacht? Sie war einer
Theatergruppe beigetreten. Sie hieß, Lora runzelt die Stirn. Du weißt es, konzentrier dich. Das Sternfest, genau. Sie war ziemlich unerfahren, Lora zögerte. Ich glaube, deswegen war sie so aufgeregt, dass sie eine Rolle bekommen hatte. Ich fürchte, mehr weiß ich nicht darüber. Wann und wo hast du deine Schwester das letzte Mal gesehen? Sie war bei uns zu Hause und hat sich auf ihren großen Auftritt vorbereitet. Das war vor 3 Wochen.